allgemein, wie fühlst du dich jetzt, außer dass du hungrig bist? Ja, ich hoffe nur, dass ich nicht aufwache aus meinem Traum, weil was heute passiert ist, ich glaube, hat niemand erwartet und ich am wenigsten. Ich glaube, ja, viele, die keine Ahnung vom E-Sports haben, haben mich gefragt, so, warum sollst du nicht gewinnen, Platz 5 der Welt und dies, das. Aber ich bin kein Tex oder so, der das erwartet und ja, ich bin so einer, ich will weit kommen, bisschen Geld abholen, meine Mutter neue Schuhe kaufen und dann weiter chillen und ja, sowas ist einfach zu krank und bin einfach froh, erster deutscher Weltmeister. Ich glaube, ganz Deutschland ist froh und die haben es auch nicht erwartet. Also ja, ich habe gezeigt, dass wir ein bisschen FIFA zocken können, was ich immer sage. Aber ich glaube, was ich heute spiele, werde ich in meinem ganzen Leben nicht mehr spielen. Okay, was waren deine Gedanken, als du erstmal beim Konsolenfinale eigentlich in Führung warst und dann ins Elfmeter musstest und dann, als du dann gegen MS Tosari auf seiner Konsole einen Unentschieden rausgehauen hattest, was ging dir da durch den Kopf die ganze Zeit? Ja, ich glaube, das Konsolenfinale war eine der krassesten, war das krasseste Spiel, das ich je in meinem Leben hatte und ich glaube auch, dass die, ja, dass alle begeistert waren. Ich glaube, das ist nicht cool für mich, wenn man 5-2 führt, dass das Spiel noch spannend wird. Da habe ich wieder meine Schwächen gezeigt, aber da ist auch ja, viel Kacke passiert, um gut zu sagen. Es war einfach nicht cool für mich. Ja, und dann war ich schon Knockout. Ne? Also wenn man 5-5, wenn es 5 steht in der 90. Minute, dann bist du komplett down und mein Stylo hat einen riesen Job gemacht. Ich glaube, der hat bei jedem Zweikampf, den ich gewonnen habe, hat er geschrien, als ob ich ein Tor mache. Und wenn ich Tor geschossen habe, hat es gar nicht gejuckt. So, das war sozusagen mein Defensivcoach. Und ohne ihn hätte ich, glaube ich, niemals gewonnen. Und ja, ich wollte ihn einfach glücklich machen und ein paar Zweikämpfe gewinnen. Und das habe ich geschafft. Ja, und dann gegen Dossery hatte ich einen schweren Start. Also ich dachte, was kommt. Also in den ersten 20 Minuten dachte ich, ich werde hier 8-0 abgeschossen. Ich fand das Gameplay auf der Xbox echt komplett anders. Das war so krass langsam. Deswegen hatte ich ein paar Probleme, aber am Ende konnte ich dann 1-1 raus und 90. hatte sogar noch eine Chance zum Lucky Punch. Und dann bin ich zum Megabit gegangen. Nach dem Spiel habe ich gesagt, ich schlag den, der ist gar nicht so viel besser als ich. Ne? Wenn wir jetzt auf PlayStation spielen, ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt viel besser als ich ist und war sehr confident. Und wenn man confident ist, Dossery zu schlagen, dann heißt das, glaube ich, schon was, weil vorher habe ich mir in die Hosen geschissen. Ja, und dann habe ich es geschafft und ja, ich hoffe immer noch, dass ich nicht am Träumen bin, weil was heute passiert ist, ist einfach zu krank.